Vater, wozu hast du deinen aufgezogen? Hast dich 20 Jahre mit ihm gequält? Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen? Und du hast ihm leise was erzählt, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Mutter, für den Graben. Junge, kannst du noch an Vater denken? Vater nahm dich oft auf seinen Arm. Wollt ihr einen Groschen schenken und ihr spieltet Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben. Drüben die französischen Genossen lagen dicht bei Englands Arbeitsmann. All haben sie ihr Blut vergossen und zerschossen lagen Mann bei Mann. Alte Leute, Männer, mancher Knabe in dem einen großen Massengraben. Seid nicht stolz auf Orden und Geklunke, seid nicht stolz auf Narben und die Zeit. In die Gräben schickten euch die Junker, Staatswahn und der Fabrikanten Neid. Ihr seid gut genug als Fraß für Raben, für das Grab, Kameraden, für den Graben. Seid nicht stolz auf Orden und Geklunke, seid nicht stolz auf Narben und die Zeit. In die Gräben schickten euch die Junker, Staatswahn und der Fabrikanten Neid. Ihr seid gut genug als Fraß für Raben, für das Grab, Kameraden, für den Graben. Denkt an Todesröcheln und Gestöhne. Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne. Schuften schwer wie ihr fürs bisschen Leben. Wollt ihr ihnen nicht die Hände geben? Reicht die Brüderhand als schönste aller Gaben. Übern Graben, Leute, übern Graben. Der Text dieses Songs, der Text der Graben, stammt von Kurt Tucholsky und würde durchaus ans Kriegsende 1945 passen. Aber Tucholsky hat ihn 1926 geschrieben und auf den Ersten Weltkrieg gemünzt. Wir haben für diesen Abend noch zwei weitere Lieder aus der Weimarer Zeit ausgewählt, denn sie verweisen allesamt auf den fatalen Zusammenhang zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Insbesondere auf die innere Verweigerung der Niederlage von 1918. Im Gegensatz zu vielen anderen Schriftstellern hatte sich der Journalist, Satiriker und Romanautor Kurt Tucholsky im August 1914 nicht von dem grassierenden Hurra-Patriotismus anstecken lassen. Selbst seit 1915 Soldat wider Willen zählte er in den 20er Jahren zu den hellsichtigen Analytikern der politischen Verhältnisse. Den Graben veröffentlichte er nicht von ungefähr in der Zeitung Das andere Deutschland, die sich als unabhängige Zeitung für entschiedene demokratische Politik verstand. Bereits im August 1924, als sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 10. Mal jährte, hatte Tucholsky in der Zeitschrift Die Weltbühne unter dem sarkastischen Titel Der Geist von 1914 resümiert: Aber dass heute, nach diesen 10 Jahren, erwachsene deutsche Menschen zusammentreten und von den armen, nutzlos getöteten Opfern der Schlächterei anders sprechen als mit dem heißen Wunsch,
Wie kommen wir um das nächste Mal herum? Wie? Wie? Dass keiner, ausnahmslos keiner der deutschen maßgebenden Männer den moralischen Mut aufbringt, von dieser Kriegsreklame abzurücken. Dass nicht ein einziger anders über den Krieg reden kann, als mehr oder weniger geschickt verhüllt, seinen Racheschrei für ein neues Gemetzel kundzutun, dass das möglich ist, das darf mir doch wohl unverwehrt sein, eine Schande zu nennen. 15 Jahre nachdem diese Zeilen erschienen waren, hatte Deutschland einen neuen, den Zweiten Weltkrieg begonnen. Gut 20 Jahre danach war ein gigantischer Scherbenhaufen angerichtet, auch in Borken. März 1945, dramatisches Kriegsende. Nach Vorbereitung durch Artilleriebeschuss drangen am Abend des 28. März 1945 die ersten britischen Panzer in das Stadtgebiet Borken vor. Die letzten Wehrmachtssoldaten hatten sich im Laufe des Nachmittags abgesetzt. Der zuständige Kampfkommandant hatte schon 3 Tage zuvor entschieden, dass die Stadt nicht verteidigt werde. Am Morgen des 29. März, Gründonnerstag, besetzten die Briten die Stadt vollständig und machten dem Krieg und der nationalsozialistischen Herrschaft in Borken ein definitives Ende. Auch Gemen, Weseke, Marbeck und Burlo wurden in diesen beiden dramatischen Tagen von britischen, amerikanischen und kanadischen Einheiten befreit. Damit gingen lange Monate zu Ende, in denen der totale Krieg schließlich das Land seiner Verursacher, damit schließlich auch den Kreis Borken, immer stärker heimgesucht hatte. Im Februar 1945 bereiteten die Alliierten im Raum Wesel die Überquerung des Rheins vor. Sie überschätzten die Widerstandsbereitschaft von Wehrmacht und Bevölkerung. Sie suchten weitere eigene Verluste niedrig zu halten. Und sie wollten die deutsche Bevölkerung und Führung demoralisieren und zur Aufgabe veranlassen. Daher flogen britische und amerikanische Bomberverbände zwischen dem 11. und 23. März rechts des Rheins schwere Angriffe auf Bahnhöfe und auf deutsche Truppenansammlungen und zerstörten die Ortskerne von Anholt, Bocholt, Borken, Großreken, Südlohn, Stadtlohn, Frieden, Ahaus, Coesfeld und Dülmen. Für die in den geschlossenen Siedlungen verbliebene Zivilbevölkerung kam es in diesen Tagen entscheidend darauf an, rechtzeitig ausweichen zu können. In Bocholt hatte der Oberbürgermeister mit Einverständnis des NSDAP-Kreisleiters schon Anfang März Frauen und Kinder erfolglos aufgefordert, sich nach Ostwestfalen evakuieren zu lassen. Mit Unterstützung des Borkener Landrates Dr. Kremerius wurden die meisten von ihnen nun in kleinen Nachbargemeinden einquartiert. Auch die Borkener Bevölkerung forderte der Landrat offenbar auf, die Stadt zu verlassen und in den Bauerschaften Schutz zu suchen. Gemen und Weseke erlitten am 18. und am 22. März schwere Bombentreffer. Die Stadt Borken wurde verstärkt seit dem 13. März angegriffen. Insbesondere die Bombardements vom 21. bis 23. März waren massiv. Sie zerstörten den Stadtkern schließlich zu 90% und verwandelten ihn in eine Trümmerwüste. Allein im März kamen im damaligen Stadtgebiet noch über 70 Menschen ums Leben. Ungezählt blieben durch Bomben getötete russische und italienische Zwangsarbeiter, die in Lagern kaserniert und zur Wiederherstellung zerstörter Gleisanlagen und Brücken und zur Trümmerräumung herangezogen worden waren. Sie hatten die Luftschutzkeller während der Bombenangriffe nicht aufsuchen dürfen. Dr. Engelbert Niebecker, katholischer Geistlicher, promovierter Theologe und Studienrat an der Borkener Oberschule für Jungen, hielt Ende Dezember 1945 in einem persönlichen Resümee fest, Borken habe durch die Kriegsereignisse so schwer gelitten wie wenig andere Städte. Immer noch stand er 9 Monate danach unter dem Eindruck der alliierten Bombenangriffe vom März 1945, bei denen auch er nun, wie so viele andere, den Krieg hautnah am eigenen Leib zu spüren bekommen hatte.
Am 13. März erhielt ich eine schwere Luftmine, unmittelbar vor mein Haus, bei einem schweren Luftangriff auf das Bahnhofsviertel. Alle Türen und Fenster waren hin. Die Eingangshalle war ein großer Trümmerhaufen. Das Dach wurde schwer beschädigt, desgleichen die rechte vordere Hausecke, die rechte Hausseite und viele Innenmauern. Ich musste räumen. Nach einem ersten Angriff vom 4. März auf die Borkener Bahnanlagen hatten zweimotorige Bomberstaffeln an diesem 13. März das Bahnhofsgebiet, den Maßkamp und die Heidener Straße angegriffen, die Bahnhofsgebäude zerstört, die Weberei Bühning in Brand gesetzt und viele angrenzende Häuser schwer beschädigt. Der 1978 verstorbene Johann Budde hielt in seinem Tagebuch fest: Die ersten Toten sah ich auf der Gemener Straße liegen. Es waren deutsche Soldaten. Aus den Trümmern von Alois Schwartkes Haus half ich einen Toten bergen. Die nächsten tödlich Verwundeten habe ich an der Wasserstiege gefunden. Die ersten lagen schräg hinterm Haus von Dr. Mensing. Es waren zwei Italiener. Der eine hatte mehrere Splitter in den Rücken bekommen, dem anderen war der Kopf abgeschlagen worden. Ein kurzes Stück weiter lag neben einem Gartentor ein ungefähr 16-jähriges Mädchen. Es war Lena Schwering. Die folgenden Leichen schienen Russen zu sein. Drei weitere Opfer entdeckte er. Und alle meldet er vor seiner Heimkehr dem örtlichen Polizeiamt. Am folgenden Tag richteten Johann Budde und seine Familie den Keller ihres Hauses, das an der Kapellenstraße lag, luftschutzmäßig ein. Der nächste öffentliche Luftschutzraum war ihm womöglich mittlerweile zu weit entfernt. Gegen Abend des 14. März, als mit einem weiteren Angriff wohl nicht zu rechnen war, ging er mit einem Bekannten erneut zum Bahnhof, um die entstandenen Schäden zu untersuchen. In der Dämmerung bemerkten wir noch zwischen Grünanlagen nahe der Gemener Straße zwei tote Russen. Der eine hatte einen Splitter in die Brust bekommen, dem anderen war der Unterleib zerfetzt worden. Am 18. März, Passionssonntag, folgte ein weiterer Angriff, nun in drei Wellen. Von der ersten Welle wurde Johann Budde kurz vor 9 Uhr morgens überrascht, als er mit seiner Frau überlegte, zu Verwandten nach Homer zu fahren. Und zwar, wie er schrieb: Um dort eventuell ein Unterkommen zu finden, wenn die zu erwartenden Angriffe oder sogar die Zerstörung unseres Hauses hier ein Bleiben unmöglich machen würde. Wie das Ehepaar Budde überdachten die meisten derer, die überhaupt noch in der Stadt verblieben waren, nun fieberhaft, was zu tun war. Die Sorge um das eigene Haus und das eigene Hab und Gut trat zunehmend in den Hintergrund, die akute Angst um das eigene Leben und das der eigenen Familie immer mehr in den Vordergrund. Vorerst noch blieb die Familie und an diesem Morgen gab es auch gar keine Alternative. Johann Budde schrieb in sein Tagebuch: Durch das Brummen eines anfliegenden Verbandes aufmerksam geworden, gewahrten wir die Bombe, die durch eine Wolkenschicht verdeckt worden waren, schon fast über uns. Im nächsten Augenblick wurde das Pfeifen der Bomben hörbar. Über die Hecke springen, in das Haus eilen und die Treppe herunterstürzen, war das Werk von Augenblicken. Als das Bersten der letzten Bomben verklungen war, wurde nach einigen Minuten das Motorengeräusch des zweiten Verbandes hörbar. In eine Ecke gepresst warteten wir in atemloser Spannung auf den nächsten Wurf. Das Heulen der Bomben war noch im Keller gut zu hören. Nach dem Krachen und Schmettern zu rechnen, musste diese Serie näher liegen als die erste. Nach kurzer Zeit flog der dritte Verband an. Diesmal schienen die Einschläge weiter weg. Als nach einiger Zeit kein weiterer Verband zu hören war, holte ich meine Verbandssachen, um zu helfen, wo noch zu helfen war. Meine Frau bot sich mir als Helferin an. Wir gingen zu zweit. Die Lehrerin Therese Benölken, die an der Paulskamp-Schule tätig war, hielt in ihren Erinnerungen fest:
Alle Bewohner Borkens sehen nun dem folgenden Tag mit Schrecken entgegen und gewiss nicht unbegründet. Am 19. März, dem Tage des heiligen Josef, und am folgenden Tage folgt ein Alarm dem anderen. Die Fabrik Birnbaum wird angegriffen, aber die Bomben sind schlecht gezielt. Tiefflieger umkreisen die Stadt. Und am Nachmittag und Abend macht der Feind immer wieder Aufnahmen. Er hat es gut beobachtet, dass die Panzersperren nun fertig sind, sah täglich zu viele Arbeiter beim Schanzen des Westfalenwalds. Ausländer werden berichtet haben, dass Bocholt und Borken verteidigt werden sollen. Da will er zuvorkommen. Am Mittwoch, 21. März, ist der erste schwere Angriff auf die Stadtmitte. Wie furchtbar ist der Luftdruck, das Aufschlagen der schweren Bomben. Jeder fühlt und erlebt die Todesgefahr mit Grauen. Am Tage können wir den Luftschutzkeller kaum verlassen. Gegen Abend wird es ruhiger. Wir bleiben verschont, aber in der Stadt sind viele unter den Trümmern der Häuser begraben. Bekannte, liebe Menschen mussten in grausiger Weise ihr Leben lassen. Schutz suchten die in der Stadt verbliebenen Einwohner nun nicht nur in den öffentlichen Luftschutzräumen und Bunkern, sondern in manchen Fällen lieber in ganz nahegelegenen festen Gebäuden. Else Fellerhoff, geborene Finke, erinnerte sich noch 50 Jahre später, im Jahr 1995. Mein Elternhaus stand gegenüber dem Diebesturm in der Turmstraße. Die kinderreichen nächsten Nachbarn benutzten ihn als Luftschutzkeller. Es waren unten die zwei Räume. Ein großer Ofen und zwei Doppelstockbetten standen darin. Während des Fliegeralarms konnten die Kleinen hier dann weiterschlafen. Säuglinge in Kinderwagen kamen und es wurde eng. Die älteren Frauen fingen sofort laut an zu beten. Eines Morgens, es war der 21. März, kam Bauer Hubert Bölker aus Westenborken. Die nötigsten Sachen wurden auf den Leiterwagen gepackt. Wir waren gerade in Westenborken, da kamen die feindlichen Flieger. Die allermeisten suchten nun indes, Gott sei Dank, Zuflucht in den Bauerschaften außerhalb der Stadt. Was folgte, hielt Dr. Engelbert Niebecker später so fest. Am 21., 22. und 23. März wurde die ganze Innenstadt von Borken in Trümmer gelegt durch schwere Tagesangriffe. Am schlimmsten war der 23.3., ein wahrer Schmerzensfreitag. Die Propsteikirche mit ihrem Turm brannte ganz aus. Glocken schmolzen, Orgel, Bänke, Chorgestühl verbrannten restlos. Es stehen nur noch die beiden Außenmauern und die Säulenpfeiler, mit Ausnahme eines einzigen, der gestürzt ist. Auch die Ostmauer des Chores ist zerstört, so dass man vom Osten in die Kirche hineinsehen kann. Auf dem Chor thront noch der Dachreiter auf einigen stehengebliebenen Balken. Vom Turm steht nur mehr der Stumpf. Von den gesamten Häusern Borkens sind nur ein Viertel übrig geblieben. Was diese Luftangriffe für die in Borken verbliebenen Einheimischen bedeuteten, ist nicht nur anhand der zeitgenössischen Tagebuchaufzeichnungen von Johann Budde und Dr. Engelbert Niebecker nachzuvollziehen, sondern auch, wie bereits angeklungen, anhand vieler späterer Zeitzeugenerinnerungen. Diese wurden im Herbst 1989 von einem Arbeitskreis der Volkshochschule Borken unter Leitung von Dr. Rainer Köhnen zusammengetragen und 1990 in einer Ausstellung und in einem nachfolgenden Bildband veröffentlicht, den der Heimatverein Borken herausgab. Das folgende Lied ist weltbekannt, geschrieben von einer Singer-Songwriterin und Indianer-Aktivistin aus Kanada, Buffy Sommary, weltberühmt geworden durch den schottischen Sänger und Gitarristen Donovan. Mit dem Titel Universal Soldier, bei mir wurde daraus der Weltsoldat. He is 5'2",
and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31, but he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. Er hat Gardemaß, er ist ein halbes Hemd, schießt mit Raketen, wirft den Speer. Er ist schon 31, blutjung, ein halbes Kind, Soldat schon 1,000 Jahr und mehr. Er zog für Gott in den Kreuzzug, für Allah in den Dschihad. Er ist Jude oder Atheist. Und er weiß, du sollst nicht töten, und er weiß, er tut es doch. Töten bis zur allerletzten Frist. Und er kämpft für Diktatoren und für Demokratie. Er hält den Frieden in der Hand. Er allein kann entscheiden, du sollst leben, du musst sterben. Sieh dir denn nicht das Venetekel an der Wand. Er war Hitlers Helfer in Auschwitz und Dachau, zog mit Cäsars Legionen über Land. Er war Söldner in Algerien und GI in Vietnam, war Landsknecht für Spinola und Brabant. He's the Universal Soldier and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me, sister, brothers, can't you see? This is not the way we put an end to war. Soldat, den jeder Kriegsherr braucht, für seine Waffen, Händel und die Macht. Er wird weiterkämpfen, bis der letzte Kriegsbrand ist verraucht und der letzte Mensch dann ruft: Es ist vollbracht. Zum 50. Jahrestag des Kriegsendes im Jahr 1995 wurden weitere Erinnerungen publiziert in einer Beilage der Borkener Zeitung und in einem von der Kreisheimatpflege herausgegebenen Sammelband 1945, Kriegsende und Neubeginn im Westmünsterland, den der Historiker Johannes Stinner erarbeitet hatte. Adelheid Schwenken war eine der Augenzeuginnen. März 1945, eine schlimme Zeit. Immer häufiger Fliegeralarm. Immer mehr Bombenangriffe. Am frühen Morgen des 21. März heulten die Sirenen. Wir gingen in die Luftschutzkeller. Das Motorengebrumm feindlicher Flugzeuge kam näher. Wir hörten mit Schrecken die krachenden Einschläge niedergehender Bomben. Vater war bei uns. Seine Nähe gaben Mutter und mir ein Gefühl der Sicherheit. Wie trügerisch können Gefühle sein. Draußen war ein donnerndes Dröhnen. Plötzlich sahen wir einen grellen Feuerblitz. Vaters letzte Worte sind mir noch in Erinnerung. Geht's euch gut? Danach nahm ich nichts mehr wahr. Wie lange ich bewusstlos war, weiß ich nicht mehr. Ich kam erst zu mir, als Helfer versuchten, die Verschütteten aus den zerstörten Häusern zu bergen. Es gelang mir, mich durch Rufen bemerkbar zu machen. Ich lag bis zum Hals eingeklemmt, schwer verwundet zwischen den Trümmern. Soldaten und Borkener Bürger
darunter Franz Holtrichter, befreiten meine ebenfalls verwundete Mutter und mich aus den Trümmern unseres völlig zerstörten Hauses. Nachfallender Schutt erschwerte die Rettung bedrohlich. Auf Tragen brachten uns unsere Retter zu Fuß über Berge von Trümmern und Schutt zum St. Marienhospital. Die Worte »Sie verblutet« sind mir heute noch im Ohr. Im linken Bein hatte ich eine klaffende Wunde. Großflächig waren die schlimmen Hautverletzungen. Abends wurde ich im Keller des Krankenhauses operiert. Dr. August Mensing versorgte auch meine Mutter, die beide Beine gebrochen hatte. Ich erfuhr noch vor der Operation, dass mein Vater bei der Bergungsaktion tot aufgefunden worden war. Meiner Mutter hat man diese Nachricht wochenlang vorenthalten. Der 60-jährige Vater von Adelheid Schwenken zählte zu den über 110 Toten, die im Stadtgebiet Borken im Zuge der Luftangriffe und Kampfhandlungen zwischen Dezember 1941 und April 1945 ums Leben gekommen sind. Dabei handelte es sich längst nicht nur um Borkener Bürgerinnen und Bürger. Darunter waren auch Eisenbahner aus dem Ruhrgebiet und ein zwangsrekrutierter, zwangsverpflichteter Lokführer aus den Niederlanden. Die völlige Zerstörung der St. Remigiuskirche zu erleben, war für viele Augenzeugen besonders bedrückend. Therese Benölken hielt in ihren Erinnerungen fest: Gegen 1 Uhr stürzt das schöne, stolze Wahrzeichen des katholischen Borken donnernd in die Tiefe. Nun haben wir kein Gotteshaus mehr, in dem sich seit Jahrhunderten fromme Beter zum Lobe des eucharistischen Heilands und Hilfe flehend in dem Wüten des irdischen Daseins um den Tabernakel scharten. Nun ist es aus mit dem herrlichen Gottesdienst, der in unserer Kirche immer so festlich gestaltet wurde. Der eucharistische Heiland wohnt nicht mehr unter uns. Hermann Leuker hatte mit seinem Vater und seinen beiden älteren Schwestern in diesen Tagen Unterschlupf auf einem Hof an der Römerseestraße gefunden. Am Morgen des 23. März ging er mit ihnen zum benachbarten Hof Nienhoff-Hornefeld, auf dem auch der Borkener Propst Josef Sievert untergebracht war. Im Jahr 1995 erinnerte er sich, wie sie an diesem Morgen zu einer weiter entfernten Anhöhe gegangen waren, die eine ungehinderte Sicht auf die Stadt bot. Über Borken sahen wir ganz deutlich die viermotorigen britischen Bomber heranfliegen. 3, 6, 9, 12. In geordneten Staffeln schwenkten sie über Borken ein. Der Lärm der Motoren ließ die Luft erzittern und der Donner des detonierenden Sprengbomben verstärkte den grausigen Eindruck des Geschehens. Nach dem Abdrehen der ersten Verbände zogen weitere im großen Bogen heran und entluden ganze Ladungen von Brandbomben, die im gleißenden Sonnenlicht wie die breiten Aluminiumstörstreifen aussahen, die die Messinstrumente der deutschen Luftabwehr verwirren sollten. Diese große Zahl von Stabbrandbomben und Phosphorkanistern vollendete das Zerstörungswerk. Als sich die Brandbomben etwas verzogen, konnten wir sehen, wie die hellen Flammen aus dem Kirchturm von St. Remigius schlugen. Keiner sagte ein Wort. Als der Turm sich neigte und in sich zusammenfiel, sah ich, wie dem Propst die Tränen über die Wangen liefen. Wortkarg gingen wir nach etwa einer Stunde zurück. Es ließen sich noch manch weitere Zeitzeugenerinnerungen an diese Märztage des Jahres 1945 wiedergeben. Für diejenigen, die sie erlebten und erlitten, überschritten die Bombenangriffe auf einschneidende, teilweise traumatische Weise alles, was ihren Erfahrungshorizont bislang abgesteckt hatte, auch nach 5,5 Jahren Krieg. Sicher, Anspannung und Leid hatten schon in den vorangegangenen Kriegsjahren immer weiter zugenommen. Immer mehr Familien hatten gefallene Söhne, Ehemänner und Väter zu beklagen. Schon 1952 wurden allein für den alten Stadtbezirk Borken
406 gefallene und 158 vermisste Wehrmachtssoldaten bilanziert. Bei 8000 Einwohnern, die die Stadt im Jahr 1939 hatte, war das eine hohe Zahl. Und so manche Familie hatte mehrere Söhne verloren. Ähnlich hoch waren die gefallenen Quoten in den umliegenden Ämtern Gemen-Weseke und Marbeck-Grasfeld. Aber die geradezu apokalyptische Zerstörung der eigenen Stadt, des eigenen vertrauten Lebensraums, der mit seinen familiären, verwandtschaftlichen und nachbarschaftlichen Bindungen immer noch Halt gegeben hatte, war von existenzieller Wucht. In der rückblickenden Erinnerung derer, die das miterlebt hatten, traten schon bald die Vorgeschichte und die Rahmenbedingungen des Krieges in den Hintergrund. Und dazu zählte die Herrschaft der Nationalsozialisten auch in der eigenen Stadt. Sie traten auch in den Hintergrund, weil die unmittelbaren Nöte des täglichen Lebens in der Zusammenbruchsgesellschaft viel zu drängend waren. Zudem sah man das Vaterland zerstört und vollends am Boden liegend, und dies schien den meisten bereits Bürde genug. Nach Kriegsende betrachteten sich die deutschen Kriegsgefangenen, die Invaliden und Soldatenwitwen, die ausgebombten, Vertriebenen und Evakuierten selbst als leidgeprüfte Opfer dieses Krieges und fühlten sich bereits genügend, ja übermäßig bestraft. Vor diesem Hintergrund war der empathische Blick für das Leiden anderer, teils noch viel schlimmer vom Krieg heimgesuchter Menschen, die nicht dem eigenen Lebenskreis und Sozialmilieu angehört hatten, noch für Jahre erschwert. An die Loyalität und Zustimmung, die man der nationalsozialistischen Führung und ihren Kriegszielen in früheren Jahren entgegengebracht hatte, mochte sich kaum jemand erinnern. Mascha Kaleko, Chor der Kriegerweisen, geschrieben zwischen zwei Kriegen. Wir sind die Kinder der eisernen Zeit, gefüttert mit Kohlrübensuppen. Wir haben genug von Krieg und von Streit und von Feldgrauen auf Stehpuppen. Kind sein, das haben wir niemals gekannt und sang nur der Hunger in Schlaf. Und weil Vater im Schützengraben stand, zu fallen für Kaiser und Vaterland, wenn's ihn mal gerade traf. Unser Kinderschreck war der Heldentod, unser Märchenbuch Extrablätter, unser Leckerbissen das Kartenbrot, Kanonen unsere Götter. Die Schulfibel prangte so stolz schwarz-weiß-rot, daraus lernten wir tot den Franzosen. Wir übten, man sagt nicht Adieu, nur Grüß Gott, und schwärmten für Stahlbadehosen. Und kam eines Tages ein Telegramm, weil der Vater schon lang nicht geschrieben. Dann zog die Mutter das Schwarze an und wir waren Kriegshinterblieben. Und wir waren Kriegshinterblieben. Wir haben Geschichte und Revolution am eigenen Leibe erfahren. Wir schwitzten für Gelder der Inflation, die später Klosettpapier waren. Wir spüren noch heute auf Schritt und auf Tritt jener herrlichen Zeiten Vermächtnis. Und spiel dir Soldat, wir machen nicht mit, denn wir haben ein gutes Gedächtnis. Kind sein, das haben wir niemals gekannt und sang nur der Hunger im Schlaf. Und weil Vater im Schützengraben stand, zu fallen für Kaiser und Vaterland, wenn's ihn mal gerade traf. Zeitsprung, 1. September 1939. Mit dem Überfall auf Polen beginnt die Wehrmacht den Krieg.
Einen Tag später registrieren die westfälischen Außenstellen des SS-Sicherheitsdienstes. Zwar sei im größten Teil der Bevölkerung das Vertrauen auf den Führer unerschütterlich, doch stünden die Ängste vor den persönlichen Folgen vielfach im Vordergrund. Schwere Sorgen der meisten Familienmitglieder vor neuen Blutopfern. Der Weltkrieg kommt wieder ganz frisch in Erinnerung. Sein Elend, seine vierjährige Dauer, seine 2 Millionen deutschen Gefallenen. Keine Kriegsbegeisterung, Angst vor Fliegerangriffen. Die NSDAP-Gauleitung Westfalen-Nord hält in ihrem Lagebericht am 6. September fest, die Stimmung der Bevölkerung sei ernst, in den an die Niederlande grenzenden Kreisen gedrückt und pessimistisch. Die katholische Bischofskonferenz schreibt in einer gemeinsamen Erklärung Mitte September: In dieser entscheidungsvollen Stunde ermuntern und ermahnen wir unsere katholischen Soldaten, in Gehorsam gegen den Führer, opferwillig, unter Hingabe ihrer ganzen Persönlichkeit, ihre Pflicht zu tun. Das gläubige Volk rufen wir auf zu heißem Gebet, dass Gottes Vorsehung den ausgebrochenen Krieg zu einem für Vaterland und Volk segensreichen Erfolg und Frieden führen möge. Der münstersche Bischof Clemens August von Galen wendet sich in einem Rundbrief an seine Pfarrgeistlichen. Der Krieg, der 1919 durch einen erzwungenen Gewaltfrieden äußerlich beendet wurde, ist aufs Neue ausgebrochen und hat unser Volk und Vaterland in seinen Bann gezogen. Wiederum sind unsere Männer und Jungmänner zum großen Teil zu den Waffen gerufen und stehen im blutigen Kampf oder in ernster Entschlossenheit an den Grenzen auf der Wacht, um das Vaterland zu schirmen und unter Einsatz des Lebens einen Frieden in Freiheit und Gerechtigkeit für unser Volk zu erkämpfen. Und die Zurückgebliebenen sind aufgerufen und gewillt, ein jeder an seinem Platz, in selbstlosem Einsatz seiner Person, seiner Kraft und aller Hilfsmittel mitzuwirken, dass unser Volk die Prüfung bestehe und bald die Früchte des Friedens wieder genießen möge. März 1940, Hitlers Blitzkriegserfolge zeigen trügerische Wirkung. Ein Gewährsmann der SPD-Exilführung in Prag berichtet über die Stimmungslage in Rheinland-Westfalen. Ich mache fast täglich die Erfahrung, dass viele Leute, auch in meinem anti-hitlerischen Bekanntenkreis, sich noch immer über die Tragweite des Krieges nicht klar sind. Man sieht in diesem Kriege oft nur eine Zeitspanne, in der sich wohl jeder Entbehrungen auferlegen muss. Aber man denkt verhältnismäßig wenig über die weitere Entwicklung des Krieges nach. Es ist kein Zweifel, dass bis jetzt die Mehrzahl des Volkes vom Siege Deutschlands überzeugt ist. Diese Meinung hat sich infolge der bisherigen Siege Hitlers so sehr herausgebildet, dass man sich im Ernst nicht mit dem Gedanken vertraut machen will, es könnte nun auch einmal anders herumgehen. Nach Beginn des Westfeldzugs am 10. Mai, genauer nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Niederlande, Belgien und Frankreich, führt ein mobiler NSDAP-Filmdienst in Städten und Gemeinden des Kreises Borken ein Sonderprogramm mit Wochenschauen von den Kampfgeschehnissen im Westen vor. Im Ankündigungstext, den die Lokalzeitung veröffentlicht, heißt es in typischem Propagandatenor: In eindrucksvollen Bildern, die in vorderster Front aufgenommen worden sind, erleben die Zuschauer die Kämpfe unserer Wehrmacht, das todesmutige Vordringen der Infanterie, den machtvollen Einsatz der Panzerwaffen, den prachtvollen Angriffsgeist der Luftwaffe und die kühnen Vorstöße der Kriegsmarine. Anschaulich ist die Darstellung des unaufhaltsamen Vormarschs in Feindesland, die Überlegenheit aller Waffengattungen. Die Bilder von dem Einsatz der jüngsten Waffe, der Fallschirmtruppe, zeugen besonders von der Aufgabe, die an einen Kriegsberichterstatter gestellt werden. Auch er setzt ständig sein Leben ein,
um der Heimat ein Miterleben mit unseren Soldaten zu ermöglichen. Diese Wochenschauen sind Dokumente von dem Heldengeist unserer Soldaten, die in den Kämpfen aufs Hellste in Erscheinung tritt. Bald darauf muss Frankreich kapitulieren. In der politisch gleichgeschalteten Zeno-Zeitung Borkener Zeitung lauten die Schlagzeilen: 23. Juni 1940. Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet. Die eingeschlossenen Armeen haben kapituliert. Ein historischer Akt. 500.000 Franzosen haben sich ergeben. Angriffe auf militärische Ziele Englands. 25. Juni 1940. Krieg im Westen beendet. Waffenruhe am 25. Juni 1940. 1.35 Uhr deutscher Sommerzeit. Glorreichster Sieg aller Zeiten. Führerhauptquartier, 24. Juni. Der Führer hat folgenden Aufruf erlassen. Deutsches Volk, deine Soldaten haben in knappen 6 Wochen nach einem heldenmütigen Kampfe den Krieg im Westen gegen einen tapferen Gegner beendet. Ihre Taten werden in die Geschichte eingehen als der glorreichste Sieg aller Zeiten. In Demut danken wir dem Herrgott für seinen Segen. Ich befehle die Beflaggung des Reichs für 10, das Läuten der Glocken für 7 Tage. Adolf Hitler. Der schon erwähnte Dr. Engelbert Niebecker, als katholischer Geistlicher und Gymnasiallehrer tätig am Gymnasium Remigianum, das nun staatliche Oberschule für Jungen heißt, schreibt Mitte und Ende 1940 in Rundbriefen an seine ehemaligen Schüler, die nun als Soldaten in der Wehrmacht dienen: Inzwischen sind die großen, einzigartigen Ereignisse im Westen zu Ende gegangen. So großartig, wie es wohl auch der größte Optimist nicht für möglich gehalten hätte. Wer hätte, als ich vor einem Jahre die Neujahrsgrüße ins Feld sandte, auch nur geahnt, was im letzten Jahr an Gewaltigem und Großem in Norwegen, Holland, Belgien und Frankreich geschehen ist? Und dabei ist eine ganze Anzahl von euch aktiv dabei beteiligt gewesen. Wir danken euch nochmals für eure Mühen und Strapazen, für euren Einsatz, den manche sogar mit ihrem Blute besiegelt haben. Dr. Niebecker ist im katholischen Gefüge keine Ausnahme, obwohl er ein Hitler-Gegner ist. Soldatische Tugenden werden in diesen Jahren auch im Katholizismus hochgeschätzt. Die Eroberungskriege gegen Polen, Dänemark, Norwegen und gegen unser Nachbarland Niederlande und der schnelle Sieg über Frankreich haben Hitler und seine Armee allenthalben Bewunderung und Akzeptanz eingebracht. So schreibt die Monatsschrift Der katholische Mann, die auch im Kreis Borken vertrieben wird, unter der Überschrift Dankbarkeit: Wenn wir dieses Wort niederschreiben, in diesen Tagen des Sieges der deutschen Waffen, dann schwillt unser Herz von tiefen Gefühlen und es steigt wie ein heißes Drängen in uns auf. Wir brauchen nicht von Pflicht zu reden, denn dieser Dank gegen die Soldaten und ihre Führung ist einfach wie etwas Urnatürliches, Gegebenes da. Es lässt sich nicht darüber diskutieren. Ja, mancher Mann und Vater, der seine Söhne draußen hat, überlegt sich, ob er ihnen nicht, wenn Gott sie glücklich heimkehren lässt, eine besondere Liebe antun muss. Aus Freude, dass sie es so glorreich geschafft haben, aber auch aus Dankbarkeit, dass sie mit dabei gewesen sind, als es galt, die Heimat zu schützen und Deutschland ehrenvoll sein Recht verteidigen zu lassen. Und nun kommt dieser Junge wieder, als Urlauber, die Uniform spannt über der breiten Brust und drinnen schlägt ein Herz, das in Sturm und Not und Gefahr, in furchtbarer Einsamkeit und im Getümmel des Angriffs ruhig und fest seinen alten Schlag getan hat, männlich und heldenhaft, für die Heimat, für das Vaterhaus, für die Muttererde,
für Deutschland. Auch auf die Soldatenfrauen machen die kriegerischen Erfolge Eindruck, aber sie bleiben besorgt. So schreibt Luise Honekamp, die das familieneigene Polstermöbel- und Teppichgeschäft nun ohne ihren Ehemann führen und die vier Kinder erziehen muss. Borken, den 26.05.1940. Mein lieber Mann, ganz großartige Leistungen macht unsere Wehrmacht. Aber es kostet auch was und jeder möchte die seinen wiederhaben. So kannst du dir wohl vorstellen, dass unser Eins manchmal in Sorge ist. Borken, den 29.05.1940. Mein lieber Mann, die Kinder habe ich gerade ins Bett gebracht und so will ich dir eben einen Brief schreiben. Es gibt Tage, da komme ich mit den jetzigen Verhältnissen besser und gleichgültiger zurecht. Ganz große Leistungen haben unsere Soldaten gemacht. Man kann es kaum glauben. Und dann habe ich manchmal Stunden, dann komme ich nicht mit mir zurecht. Es kommen mir manchmal Gedanken, als wenn es gar nicht mehr so werden würde, wie es früher war. Erstens hast du mir im letzten Brief geschrieben, dass du vorläufig keinen Urlaub bekommen könntest, weil du vielleicht meinst, dass der Krieg in kurzer Zeit beendet wäre. Mein lieber Mann, daran glaube ich nicht. Man soll auch nicht den Feind unterschätzen. Wir wissen ja noch nicht, wie sich der Krieg weiterentwickelt. Aber stelle dir mal vor, wenn du mal gar nicht wiederkämst. Ich mag es kaum ausdenken. Borken, den 19.04.1942. Die Kinder gehen nun wieder zur Schule. Unser Hans ist jetzt auch beim Jungvolk. Er ist ganz begeistert. Sie hatten schon mehrmals Geländespiel. Das ist so recht was für den Jungen. Auch gestern sind sie wieder los gewesen. Sie werden jetzt schon ausgebildet wie die Soldaten. Heute Morgen zu Hitlers Geburtstag sind sie nun feierlichst aufgenommen worden. In dem weltberühmten Roman »Im Westen nichts Neues« von Erich Maria Remarque führt der Klassenlehrer Kantorek seine Klasse, seine Jungs geschlossen zum Bezirkskommando und diese ziehen mit fliegenden Fahnen an die Westfront. Und so ähnlich beschreibt auch Erich Kästner diese Kriegsbegeisterung, die nachher in genau das Entgegengesetzte umschlägt, in seinem Text »Primaner in Uniform« von 1929. Der Rektor trat zum Abendbrot, bekümmert in den Saal. Der Klassenbruder Kern sei tot, das war das erste Mal. Wir saßen bis zur Nacht im Park und dachten lange nach. Kurt Kern, gefallen bei langem Mark, saß zwischen uns und sprach. Dann lasen wir wieder Dode und Vergil und wurden zu Ostern versetzt. Dann sagte man uns, dass Heimbold fiel und Rochlitz sei schwer verletzt. Herr Rektor Jobst war Theolog für Gott und Vaterland. Und jedem, der in den Weltkrieg zog, gab er zuvor die Hand. Kerns Mutter machte ihm Besuch, sie ging vor Kummer krumm und weinte in ihr Taschentuch vom Lehrerkollegium. Der Rochlitz starb im Lazarett und wir begruben
haben ihn dann im Klassenzimmer. Hing ein Brett mit den Namen der Toten dran. Wir saßen oft im Park am Zaun, nie mehr wurde gespaßt. Inzwischen fiel der kleine Braun und Kossmann wurde vergast. Der Rektor dankte Gott pro Sieg, die Lehrer trieben Latein. Wir hatten Angst vor diesem Krieg und dann zog man uns ein. Wir hatten Angst und hofften gar, es riefe einer Halt. Wir waren damals 18 Jahre und das ist nicht sehr alt. Wir dachten an Hochlitz, Braun und Kern, der Rektor wünschte uns Glück und blieb mit Gott und den anderen Herrn gefasst in der Heimat zurück. Wir dachten an Hochlitz, Braun und Kern, der Rektor wünschte uns Glück und blieb mit Gott und den anderen Herrn gefasst in der Heimat zurück. Primaner in Uniform, die gab es seit dem Frühjahr 1939 bereits in wachsender Zahl auch in Borken. Absolventen, Abgänger, Abiturienten der Oberschule für Jungen. Eingezogen wurden sie zunächst zum Reichsarbeitsdienst, aber zunehmend auch schon zur Wehrmacht, die ja schon seit geraumer Zeit auf Basis des allgemeinen Wehrdienstes aufgebaut wurde. Und Dr. Niebecker entschloss sich ab Himmelfahrt 1939 an diese ehemaligen Schüler Rundbriefe zu schicken. Er selbst war Soldat im Ersten Weltkrieg gewesen, Flieger, war zurückgekehrt mit einer Kriegsverletzung und war in doch recht starkem Maße geprägt von dieser Erfahrung, zumal es auch seine Jugend geprägt hatte. Eine Affinität, eine Identifikation mit dem Soldatischen behielt er auch bei, ob unter Hakenkreuz oder nicht. 33 Rundbriefe schrieb er bis zum Februar 1945, deren Umfang immer weiter anwuchs, 30 bis 40 Seiten umfasste. Rundbriefe, die sich zunächst an 40 Adressaten, 40 ehemalige Schüler richteten, am Ende aber an 350. Und darin spiegelt sich schon wieder, in welchem wachsenden Maße junge Männer gerade von der Schulbank entlassen zur Wehrmacht herangezogen wurden. Niebecker verarbeitete in diesen Rundbriefen auch die Zuschriften, die Einzelbriefe, die Einzelfeldpostbriefe, die er von vielen dieser jungen Soldaten von überall her bekam. Und er trug zusammen, was er von den Einzelnen wusste und erfuhr und hoffte, im Grunde so einen Informationszusammenhalt und Zusammenhang für alle Beteiligten herzustellen, auch wenn sie weit voneinander entfernt waren, sodass die Briefe vielfach aus Zitaten einzelner Zuschriften bestanden, sodass man ungefähr wusste, wo sich die Einzelnen bewegt haben, was sie aber auch dachten. Und darin spiegelt sich wieder, obwohl diese Abiturienten in sehr prägnantem Maße auch katholisch ausgebildet worden waren, dass sie, kaum dass sie die Schule verlassen hatten, auch eine starke Identifikation mit dieser neuen Aufgabe hatten. Natürlich war das auch etwas altersbedingt, denn junge Männer, die die Schule verlassen und dann sozusagen ins Leben gehen, die sind natürlich auch von dem Bedürfnis geleitet, sich zu beweisen unter den Rahmenbedingungen, die sich ihnen bieten. Aber das allein erklärt es nicht. Sie sind vielfach begeistert, sie brennen darauf, ebenfalls während dieser Blitzkriegsphase in den Einsatz zu kommen und bangen und fürchten vielfach, womöglich nicht rechtzeitig ausgebildet zu sein, nicht mehr in die Feuertaufe zu kommen, bevor der Krieg zu Ende ist.
Das wäre ein abendfüllendes Thema und wir haben mit diesen Niebecker-Briefen, mit diesen Rundbriefen auch schon Abende gefüllt. Deshalb hier nur einige wenige Schlaglichter. Ein Schlaglicht, das auch Niebeckers Denken selbst nochmal veranschaulicht und ein weiteres Schlaglicht, das für sich spricht. Aus dem Rundbrief Nummer 8 vom 23. Juli 1940. Meine lieben jungen Freunde, inzwischen sind die großen einzigartigen Ereignisse im Westen zu Ende gegangen, so großartig, wie es auch wohl der größte Optimist nicht für möglich gehalten hätte. Manche von euch haben mitkämpfen und mithandeln dürfen, ein Erlebnis, um das sie alle anderen beneiden. Wir haben durch die Propaganda-Kompanieberichte in Wort und Film auch manches miterleben können. Auch das war schon so packend für mich als alten Soldaten, dass ich wohl kaum einen Radiobericht versäumt habe, wenn auch die Hausbewohner ab und zu ulken anfingen. Jetzt ist eine Pause, die wohl auch nicht lange dauern wird. Ich schicke meinen Rundbrief jetzt heraus. Vielleicht erreicht er die Lieben dort draußen noch rechtzeitig vor dem großen Gang. Im Rundbrief 15 vom 18. Mai 1941, da hat der Überfall auf die Sowjetunion noch nicht begonnen, berichtet er von den jungen Kameraden unter anderem Folgendes. Karl-Heinz Becker ist zur Panzertruppe gekommen. Die im vorigen Rundbrief erwähnte schmucke Uniform war also die der Panzerschützen. Becker ist nach Beendigung des Lehrgangs wieder bei der Kompanie. Die sechstägige Besichtigung zur Prüfung der Eignung als Offiziersanwärter hat er gut bestanden. Alle Teilnehmer wurden zu Gefreiten befördert. Gratulamur! 10.5. Lurenberg ist in Frankreich gelandet. Nachts konnten sie bei der Bahnfahrt in dem Wagen den Ofen anzünden. Die Bahnfahrt dauerte 70 Stunden, dann noch 30 Kilometer Marsch. Sie bezogen ein Landhaus. Ostern konnte er nicht zur Kirche, da der Spieß es verboten hatte, obwohl sie nur 100 Meter entfernt war. Er sagt, am Ostermorgen hörte ich die Osterglocken läuten. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mir zumute war. Er ist bei einer Instandsetzungstruppe und fährt Autos. Am 11.5. meldete er seine Versetzung zur Stabskompanie als Nachrichtenmann. Da er nicht dazu ausgebildet ist, muss er viel nachholen, aber er wird es schon schaffen. 14.5. Marek ist jetzt nach Pardubitz eingezogen, Postleitstelle Prag 2, Fliegerausbildungsregiment 32. Durch deutsche Dienstpost Böhmen-Mähren erhofft nach der Ausbildung auf eine Flugzeugführerschule zu kommen. Rheinstadler hat sich vor 4 Wochen zu einem Sturmbootlehrgang gemeldet und hat inzwischen seine Prüfung als Sturmbootfahrer bestanden. Simon ist jetzt im Generalgouvernement Polen nach einem 200 Kilometer langen Landmarsch, den auch durch Warschau führte. Dort hat er viel Zerstörung und Elend gesehen, namentlich auch im Ghetto. Er schreibt, diese polnischen Juden scheinen wirklich der Auswurf der Menschheit zu sein. Zerlumpt, abgemagert bis auf die Knochen, stieren Blicks, schauen sie auf uns. Schwer ist es da, das Mitleid zu bannen, aber es ist Krieg. Auch den Polen scheint es hier nicht gerade gut zu gehen. Vae victis. 16.5. Kolks schreibt aus Südfrankreich. Wir waren beim Scharfschießen. Das ist eine Freude, besonders bei unseren SMGs. 1500 Schuss in einer ganz kurzen Zeit mit nur 5 kurzen Feuerpausen für den Laufwechsel auf das Ziel zu jagen, war der schönste Augenblick meiner bisherigen Soldatenzeit. Die MGs schossen vollkommen ohne Hemmungen. Wir hatten ja auch eine ganze Woche an den Gewehren gearbeitet. Alles klappte wunderbar. Mein Halbzuführer war so begeistert, dass er ohne die Sicherheitsmeldung abzuwarten nach vorn lief, um eine neue Stellung zu suchen. Mein Kamerad, der ebenso wie ich Richtschütze war am zweiten Gewehr, war noch so in Eifer, dass er nicht ganz vorschriftsmäßig sein Gewehr behandelte. Ein Schuss, der zufällig noch im Lauf saß, ging los und traf den Unteroffizier in den Oberschenkel. 5 Meter vor mir brach er zusammen. Ich drückte ihm meinen Ellenbogen in das faustgroße Loch. Zu spät bemerkte ich, dass es ein Durchschuss war.
An der anderen Seite strömte das Blut heraus. Ich suchte noch zu retten, was zu retten war, und band ihm das Bein ab, aber der Blutverlust war zu groß. Nach 2 Stunden ist er gestorben. Meinem Kameraden wird vorgeworfen, fahrlässige Tötung. Wie gut hätte das mir passieren können? Um ein Haar und ich hätte ihn getroffen. Jetzt ist mir klar geworden, was das Wort Krieg bedeutet. Was auf die jungen Soldaten noch zukommen sollte, nachdem der Angriff auf die Sowjetunion begonnen hatte, das konnte er sich in der Tat noch nicht vorstellen. Und so tragisch dieser Übungsunfall war, ist er doch oder nimmt sich doch als vergleichsweise begrenzt und harmlos aus gegenüber all dem, was diese jungen Kerle in den folgenden Jahren noch schreiben sollten und was Niebecker wiederum zusammengefasst in seinen Rundbriefen an alle wiedergibt. Die Zahl der Gefallenen, die sich dann in diesen Nachrichten widerspiegelt, mehr und mehr muss er allen anderen mitteilen, wer sein Leben gelassen hat, wer schwer verwundet ist und so weiter, summierte sich mehr und mehr auf, sodass am Ende das Gymnasium eine Totentafel in seinem Foyer aufstellt, in dem für die neuerlich gefallenen Soldaten auch eine Erinnerungsplakette angebracht wurde. Das folgende Lied kommt aus dem holländischen Widerstand und heißt »Tien kleine Hollanders«. Eine Worterklärung: das Stadtgefängnis von Scheveningen war das sogenannte Oranje-Hotel. Dort wurden die Gefangenen zuerst gesammelt und dann weiter transportiert über Westerbork in die Vernichtungslager. Tien kleine Hollanders kwammen in Deutzer Tegen, die in die Seite hat in Moff. Toen waren er noch 9. 9 kleine Hollanders fleusterten Heelsach, die in Hotel den Hoden Moff. Toen waren er noch 8. 8 kleine Hollanders hielden van het leven, een zong het wie Nederlands bloot. Toen waren er noch 7. 7 kleine Hollanders droegen een echt mes, een stak in Duitser dood. Toen waren er noch 6. 6 kleine Hollanders liepen stram en steif, een was een Jodenmann. Toen waren er noch 5. 5 kleine Hollanders dronken een glas bier, een gaf niet aan Winterhulp. Toen waren er noch 4. 4 kleine Hollanders hoorden op de BBC, de meid verraadde haar mijn heer. Toen waren er noch 3. 3 kleine Hollanders schollen op de NSB, de hardste schreier wat gepakt. Toen waren er noch 2. 2 kleine Hollanders kochten in Varkensbeen, die een kochte zonder bon. Toen was er noch mal 1. 1 kleine Hollander slachte clandestin, man bracht hem naar het Oranje Hotel. Toen waren ze alle 10. Wie unvorstellbar stark unsere Nachbarprovinz Gelderland in der letzten Kriegsphase gelitten hat, würde ein eigenes Programm verdienen. Nur ein Schlaglicht. Zwar konnten die Alliierten die südlichen Niederlande bereits im Spätsommer 1944 befreien, doch ihre Operation Market Garden zur Befreiung von Arnheim Mitte September misslang. Die Zerstörungen waren enorm und die deutschen Besatzer befahlen den 95.000 Einwohnern, die Stadt innerhalb von 2 Tagen vollständig zu räumen. Auch weitere niederländische Orte entlang des Rheins wurden zwangsevakuiert, sodass binnen weniger Wochen rund 150.000 Menschen wohnungslos gemacht wurden. Allein die Stadt Apeldoorn mit ihren 70.000 Einwohnern musste zusätzlich 40.000 Evakuierte aufnehmen.
Der Hungerwinter 1944-45, Folge einer rücksichtslosen Besatzungsherrschaft, ist immer noch tief im niederländischen Geschichtsbewusstsein verankert. Schon im Herbst 1944 war auch der Raum Borken zum Hinterland der Front geworden. Wehrmachtslazarette waren unter anderem in die Schlösser Gemen, Rasfeld und Fehlen verlegt worden. Unter dem Kommando des NSDAP-Gauleiters Westfalen-Nord, des Kreisleiters Borken-Bocholt, der Organisation TOT und Pionierstäben der Wehrmacht wurde seit Oktober eine letztlich wertlose Verteidigungslinie angelegt, die sich als sogenannter Westfalenwall von Rees über Bocholt, Borken, Südlohn und Stadtlohn weiter Richtung Norden erstrecken sollte. Als sogenannte Schanzarbeiter wurden ausländische Zwangsarbeiter, auswärtige Gruppen der Hitlerjugend, einheimische Schüler und Zivilisten und der neu gebildete Volkssturm herangezogen, um bis in den März 1945 hinein Panzergräben, Granatwerferstellungen, bewegliche Straßensperren und Laufgräben anzulegen. In den Kleinstädten des Achterhooks wurden Niederländer mit Hilfe von Razzien und Geiselnahmen brutal zu Schanzarbeiten gepresst. Neben den einheimischen Zivilisten waren fortan auch diese Tausende von Arbeitskräften, die in Schulen und Gastwirtschaften übernachteten, den alliierten Tieffliegern ausgesetzt, die zur Unterbindung deutscher Nachschubwege immer stärker Bahnlinien, Züge und Straßenfahrzeuge angriffen. So manche, auch Jugendliche, fielen ihnen im Raum Borken zum Opfer. Die Lage wurde von Woche zu Woche gefährlicher. Über die Stimmungslage der Zivilbevölkerung kurz vor der Einnahme durch die Alliierten heißt es in der Kriegschronik der Stadt Bocholt schließlich unter dem 27. März 1945. Die Stimmung unter den Menschen lässt sich nur schwer beschreiben. Auf der einen Seite hatten wohl die meisten den Wunsch, da die Besetzung durch den Feind nun doch kommen wird, möge es bald über uns hinweggehen. Dann wäre doch der Krieg für uns aus. Auf der anderen Seite hatte man eine große Furcht vor dem, was kam. Eine bange Ungewissheit, wie es wohl vor sich gehen würde, dieses Etwas, das drohend näher kam. Wie würde wohl nachher alles werden? Vor allem die Führer, ja, man konnte wohl sagen, die wilden Leute der Partei waren noch da. Man wusste nicht, was sie noch alles im letzten Augenblick aufstellen würden. Gewiss haben viele Leute mit Sorge gedacht, wenn wir die nur erst los wären. Wie schon gesagt wurde, bestand der NSDAP-Kreisleiter als Reichsverteidigungskommissar auf restlose Unterordnung aller Dienststellen. Selbst auf militärisches Gebiet griff er über. Er galt als unheimlicher Mensch, der gleich zur Pistole griff, wenn er auf Widerspruch stieß. Er hatte die Befugnis, Standgerichte einzusetzen, wenn es im Interesse der Verteidigung nötig erschien. Der Kreisleiter hatte den verwegenen Plan, mit den Resten des Volkssturms, den letzten Fallschirmsoldaten, den Parteimännern und dem Oberbürgermeister sich im Hauptbefehlsstand im Keller des Gymnasiums festzusetzen und bis zum letzten Mann das Gymnasium zu verteidigen. Diese Verteidigung hätte nur weitere Fliegerangriffe, verstärktes Artilleriefeuer und andere schwere Angriffsmaßnahmen von feindlicher Seite, somit noch mehr sinnlose Zerstörungen in Bocholt hervorgerufen. In einer harten Auseinandersetzung hat der Oberbürgermeister sich bemüht, den Kreisleiter von diesem verhängnisvollen Plan abzubringen. Dem Offizier ging es um die Ehre, vor dem Feind bis zuletzt gekämpft zu haben, dem Parteiführer um den letzten Einsatz des Lebens. Der Bevölkerung wurden nun neue Ängste zugemutet. Die Einnahme der Stadt aber konnte nicht aufgehalten werden. Der Kreisleiter gab den Vorstellungen des Oberbürgermeisters nach und seinen Plan auf. Er verlangte allerdings vom Oberbürgermeister, dass dieser sich vor ihm aus Bocholt entferne, denn er wünschte als letzter vor dem Feind die Stadt zu verlassen. Der Oberbürgermeister glaubte, diese Bedingung annehmen zu müssen, da die Bevölkerung die Entfernung des Kreisleiters
dringend ersehnte. Man wollte den wilden Mann endlich loswerden. Auf der Seite der vorrückenden alliierten Truppen kämpften übrigens 5 Söhne jüdischer Familien, die in Borken aufgewachsen waren und rechtzeitig hatten emigrieren können. Rudolf Stern war als Soldat der US Army an der Landung in der Normandie beteiligt. Dasselbe gilt für Manfred Ganz, der bei der Befreiung Frankreichs und der Niederlande mehrmals verwundet wurde und nach Kriegsende zeitweise in Borken stationiert war mit seiner Truppe. Von ihm wird noch zu hören sein. Sein nach Palästina geflüchteter Bruder Karl Ganz, Gershon Kadar, hatte sich früh den britischen Mittelmeertruppen angeschlossen, die in Nordafrika gegen die Wehrmacht kämpften. Hanfried Ganz, ein Cousin der beiden, hatte sich von Holland aus den Resten der niederländischen Luftwaffe angeschlossen, die sich nach England gerettet und den britischen Verbänden angeschlossen hatte. Und Herbert Jonas war am 24. März 1945 unweit von Borken an der Luftlandeoperation der Alliierten im Raum Wesel-Hamminkeln beteiligt. In den zurückliegenden Kriegsjahren hatten diese 5 und viele weitere jüdische Kameraden, sogenannte Immigrantensoldaten, ohnmächtig verfolgen müssen, wie die nationalsozialistische Führung und alle ihre bürokratischen Helfer Schritt für Schritt auch die Judendeportationen vorbereiten und durchführten. Sie hatten fürchten müssen um die Ermordung so vieler Verwandter, ohne dass sie Gewissheit hatten. Und sie hatten allemal Kenntnis erhalten davon, dass in Osteuropa unter der deutschen Besatzungsherrschaft die jüdischen Gemeinden und ihre reichhaltige und traditionsreiche Kultur vollständig beseitigt wurde. Noch ein jiddisches Lied, Spielche mir ein Liedle in Jiddisch, das feiert die jiddische Sprache und beschwört zugleich den Weltfrieden. Spielt mir ein Liedle in Jiddisch, der Wecken soll es freit und nicht kein Chiddisch, als alle Menschen, groß und klein, sollen es verstehen, von Mäul zu Mäul, das Liedle soll gehen. Spiel, Spiel, Klezmer, Spiel, weißt schon, was ich meine und was ich will. Spiel, spiel mir ein Nickendl vor mir, sing ein Liedl mit Herz und mit Gefühl. Spielsche mir ein Liedl wegen Schollem, soll schön sein Schollem und nicht kein Chollem, als alle Völker, groß und klein, sollen Tacke sich verstein und Kriegen und Milchhommes sich begein. Spiel, Spiel, Klezmer, Spiel, weiß schon, was ich meine und was ich will. Spiel, Spiel, mir ein Nickendl vor mir, sing ein Liedl mit Herz und mit Gefühl. Ba, ba, boi, boi, ba, ba, boi, 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 boi. Blom, mir sing's Liedl zusammen, wie gute Freund, wie Kinder von ein Mammen. Mein einziger Verlang soll klingen frei und frank und alle Mens Gesang euch mein Gesang. Spiel, Spiel, Klezmer, Spiel, weißt schon, was ich meine und was ich will. Spiel, spiel mir ein Nickendl vor mir, sing ein Liedl mit Herz und mit Gefühl. Saul Padova, 1905 als Sohn jüdischer Eltern in Wien geboren, war mit seiner Familie bereits 1920 in die USA ausgewandert, hatte dort studiert und sich einbürgern lassen. Seit 1938 war er persönlicher Referent des amerikanischen Innenministers, seit 1943 Offizier bei der Alliierten Abteilung für psychologische Kriegsführung PWD in London. Von Oktober 1944 an folgte er mit einer Aufklärungseinheit den vordersten amerikanischen Panzertruppen, die von Belgien aus nach Deutschland vorrückten.
Bedover und seine Kameraden hatten die Aufgabe, intensive Befragungen von Deutschen aller sozialen Schichten durchzuführen, die politische Mentalität der Zivilbevölkerung zu erkunden und die Erkenntnisse in Berichten an das PWD-Hauptquartier zu senden. Ende November 1944, als Aachen und weitere linksrheinische Gebiete bereits befreit waren, schrieben Padova und seine Offizierskameraden einen ersten Report. Dieser spiegelt eindrücklich wider, mit welch nüchternem, strengen Blick die Alliierten den Deutschen gegenübertraten, als sie die Kontrolle übernahmen. Rheinische Katholiken sind vor allem deswegen gegen die Nazis, weil sie ihnen die kirchenfeindliche Politik verübeln. Gleichwohl haben sie die Gräueltaten der Nazis in Europa, über die sie vergleichsweise gut informiert waren, stillschweigend hingenommen und die deutsche Außenpolitik vorbehaltlos bejaht. Diese frommen Katholiken billigten die Bombardierung Englands, da nur so ein deutscher Sieg möglich sei. Kurzum, diese Leute sind zuerst deutsch und dann katholisch. Ihre Einstellung ist deutsch-national. Und man sollte nicht glauben, dass sie eine Ausnahme seien. Fast alle, die dem Naziregime ablehnend gegenüberstehen, klagen darüber, wie schwer sie es hatten. Sie fließen über vor Selbstmitleid. Diese Larmoyanz ist eine mehr oder weniger unbewusste Methode zur Rechtfertigung des eigenen Mitläufertums. In all den Kriegsjahren waren die Deutschen die wohlgenährtesten Leute in Europa. Und bis auf die Ausgebombten und Flüchtlinge haben sie weniger gelitten als alle anderen europäischen Völker. Trotzdem klagen sie unablässig. Zwischen Lippstadt und Bielefeld begegneten wir einer regelrechten Völkerwanderung. Tausende, Zehntausende und schließlich Millionen befreiter Sklaven kamen aus Bauernhöfen, Fabriken und Bergwerken und ergossen sich auf die Landstraßen. Ihre jämmerliche, bisweilen groteske Aufmachung zeugte von ihrem elenden Schicksal. Sie trugen gestreifte Häftlingskleidung oder zerschlissene Uniformen ihrer besiegten Armeen oder schlicht Lumpen. Nie werde ich die Gesichter der befreiten Zwangsarbeiter vergessen. Hier auf einer deutschen Fernstraße zogen alle Rassen und Völker Europas entlang. Mongolen und Kaukasier und nordische Typen, blonde und braune, mit langen und runden Köpfen. Bis auf die Juden waren alle vertreten. Die Juden. Die 6 Millionen Kinder und Frauen und alte Männer waren Asche in den Verbrennungsöfen und Knochen in den Leichenhäusern. Diese befreiten Männer und Frauen und jungen Burschen und Mädchen starrten uns mit hungrigen Gesichtern an und in ihren Augen war ein bestimmter Ausdruck. Es war Hass. Nicht auf uns, eher auf die Welt, die zugelassen hatte, dass ihnen diese Dinge angetan wurden. Vor allem aber Hass auf die Deutschen, auf das ganze deutsche Volk, nicht nur auf die Nazis. Sie brachten den Deutschen einen beispiellosen und beispiellos verdienten Hass entgegen. Doch erstaunlicherweise kam es nicht zu Ausschreitungen und kaum zu Racheakten. Jahrelange Unterdrückung und Unterernährung hatte diesen Menschen alle Kraft geraubt. Sie nahmen sich nur die allernötigsten Nahrungsmittel und Kleiderstücke. Im Allgemeinen verhielten sie sich vergleichsweise so ordentlich, dass ich mich ihrer fast schämte. Im Mai 1945 wurde der schon erwähnte Manfred Ganz, 1922 als Sohn des jüdischen Ehepaars Moritz und Else Ganz in Borken geboren, mit seiner Einheit in Borken stationiert und zählte fortan zu der alliierten lokalen oder der britischen lokalen Besatzungsbehörde in Borken in seiner ehemaligen Heimatstadt. Er war 1922 geboren, hatte das Gymnasium Remigianum besucht, war 1938 zusammen mit seinem jüngeren Bruder von den Eltern nach Großbritannien
gebracht worden, in Sicherheit sozusagen, und zwar aus großer Sorge über das, was sonst jüngeren Juden noch hier in Deutschland bevorstehen würde. Manfred Ganz ist dann der britischen Armee beigetreten, hat sich aktiv darum bemüht, wurde erst abgelehnt. Es war ihm ein großes Anliegen, in den Reihen der britischen Truppen gegen Hitler-Deutschland zu kämpfen. Und wie vorhin schon erwähnt, war er an der Landung in der Normandie beteiligt, mehrmals verletzt, verwundet, in den Niederlanden auch an der Befreiung beteiligt und jetzt im Mai in Borken. Er hat seine Empfindungen, Beobachtungen, Erfahrungen, Begegnungen aus diesen Wochen früh niedergeschrieben und später in einer Autobiografie verarbeitet, die den Titel trägt Life Gave Me a Chance. Über diese Wochen in Borken, kurz nach Kriegsende, schreibt er dort: Zurück, zu Hause zu sein, als unbestrittener Sieger in einer Stadt, deren Zentrum total zerstört worden war und die ich als verachteter Untermensch verlassen hatte, hätte eine sehr emotionale Erfahrung sein können, wenn ich in diesen Tagen denn Emotionen gehabt hätte. Wir konfiszierten und bewohnten die schönsten bürgerlichen Häuser, Heime, in die die Juden niemals eingeladen worden wären, selbst in der Vor-Hitler-Zeit nicht. Einige Leute erkannten mich, aber wenn ich mit ihnen nicht reden wollte, forderte ich sie auf, britisch beschlagnahmtes Gelände zu verlassen. Auf einige Leute ging ich selbst zu, auch auf meinen bevorzugten Lehrer, Herrn Tinnefeld, der wirklich sein Bestes getan hatte, um uns, die jüdischen Schüler, auf dem Gymnasium zu schützen. Die Stadt schickte mir eine Delegation, damit ich meinen Einfluss zugunsten der Freilassung des Landrats geltend machte, der, wie sie behaupteten, in der Kristallnacht im November 1938 unter großem persönlichen Risiko die Ermordung von Juden verhindert habe. Ich lief Dr. Dahmen über den Weg, dem Biologielehrer, der ein enthusiastischer Nazi geworden war, sobald Hitler die Macht übernommen hatte und der Rassenkunde unterrichtete, dieses unverschämte Vehikel, um Antisemitismus zu lehren. In den 30ern machten mein Cousin Karl Ganz, mein Bruder Gershon und ich ihm die Hölle heiß, wenn er in unserer Klasse diesen Müll verbreitete. Nun trat Dr. Dahmen an mich heran, seine Wiedereinstellung zu unterstützen. Er wies darauf hin, dass, wenn er der Gestapo von den Wortwechseln berichtet hätte, die wir ihm geliefert hätten, unsere Väter im Gefängnis gelandet wären. Ich wies ihn zurück und sagte: Ich mache Sie nicht verantwortlich für die Millionen alliierter Soldaten und Zivilisten, die im Krieg getötet wurden. Ich mache Sie nicht einmal verantwortlich für die Tötung von 6 Millionen Juden. Aber die 200 deutschen Soldaten aus dieser Stadt, die ihr Leben als Ergebnis von Hitlers wahnwitzigen Kriegen verloren, meine ehemaligen Klassenkameraden, die lasten auf ihrem Gewissen. Zum Abschluss Aufzeichnungen des münsterschen Historikers Albert Hömberg, geboren 1905, der zu Beginn des Krieges 1939-40 in der Gemeinde Rooksel westlich von Münster wohnte mit seiner kanadischen Frau. Kurz bevor er dann selbst auch zur Luftwaffe eingezogen wurde, im Januar 1940, notierte er sehr bemerkenswerte Beobachtungen. Er ist ein, wie ich finde, sehr beeindruckendes Beispiel dafür, wie frühzeitig man eigentlich hat sehen und erkennen können, worauf dieses Regime schon seit Jahren hinsteuerte. So schrieb er zum Beispiel: 17. Januar 1940. Wir sahen sie kommen, die Katastrophe. Seit vielen Monaten, seit Jahren. Niemand konnte sich täuschen, der es verstand, die Zeichen der Zeit zu lesen.
Wir sahen sie wachsen, die Flammen des Hasses, des Wahnsinns. Nun sind sie zur Glut geworden, die unsere Welt verzehrt. Eure Schuld ist es, ihr Gelehrten, ihr Professoren. Zu euch kam die Jugend. Ihr solltet sie bilden. An einer besseren Zukunft solltet ihr bauen. 19. Januar 1940. Und doch, mein Volk, auch du bist nicht frei von Schuld. Kaum wage ich zu sagen, du seist weniger schuld als jene. Den Hass auszusäen, ihn zu verzehrender Flamme emporzufachen, war ihnen jedes Mittel recht. Keine Verleumdung war zu gemein, keine Lüge zu schmutzig, keine Phrase zu widerlich, zu abgedroschen für ihre Zwecke. Und du nahmst alles hin, deutsches Volk, 6 lange Jahre. 20. Januar 1940. Aber wer bin ich, dass ich solche Anklage erhebe? Habe ich besser gehandelt als sie, die ich tadele? Habe ich getan, was meine Pflicht war? Habe ich bei Zeiten meine warnende Stimme erhoben? Habe ich nicht auch gehört auf die Einflüsterungen ängstlicher Verwandter, auf die klugen, ach so klugen Ratschläge, doch um des Himmels willen ruhig zu sein, mich nicht ins Unglück zu stürzen? Habe ich nicht auch an meinen Werken gefeilt und immer wieder gefeilt, um, wenn auch nicht den Sinn, so doch den Ton der Worte zu ändern? Habe ich nicht auch meine Kritik feige hinter historischen Gleichnissen verborgen? War ich nicht auch noch stolz darauf, dass es mir so gut gelang, dass der Wissende, der Denkende meine Kritik wohl bemerken, doch der Gegner mich nicht angreifen konnte? Erich Maria Remarque hat mal gesagt, das Vermächtnis der Toten heißt aber nicht Rache, es heißt vielmehr nie wieder. Das hat sich auch Boris Vian, der Chansonnier und Dramatiker und Filmemacher, 1959 gedacht, als er seinen Wehrpass zerrissen und verbrannt hat und einen Brief an den Präsidenten geschrieben hat in Liedform. Ist immer noch eines der bekanntesten Lieder der Verweigerung in der ganzen Welt. Unter anderem haben es gesungen Joan Baez und viele andere mehr. Le Déserteur. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Verehrter Präsident, ich sende euch ein Schreiben, lest oder lasst es bleiben, wenn euch die Zeit zerbrennt. Man schickt mir da, gebt Akt, die Militärpapiere, dass ich in Krieg marschiere, und zwar noch Mittwochnacht. Verehrter Präsident, bin ich denn Mensch geworden, um Brüder zu ermorden? Das hat doch keinen Sinn. Sperrt eure Ohren auf, wenn ich es offen sage, der Krieg ist eine Plage, ich werde desertieren. Viel Kameraden sind marschiert in ihr Verderben, ich sah den Vater sterben, geweint hat auch mein Kind. Die Mutter voller Gram, sie konnte nicht vergessen, sah andere voll gefressen, wohl auf trotz Blut und Schlamm. Als ich gefangen war, ging meine Frau verdienen, ich sah nur noch Ruinen, nichts blieb mir, was mal war. Früh, wenn die Hähne krähen, verschließ ich meine Türen und will mein Bündel schnüren und auf die Straße gehen. Mmh.
Präsident, bin ich denn Mensch geworden, um Brüder zu ermorden? Das hat doch keinen Sinn. Sperrt eure Ohren auf, wenn ich es offen sage, der Krieg ist eine Plage, ich werde desertieren. Ich nehm den Bettelstab auf meiner Todemonde, beharrlich Rund für Runde erzähl ich allen dies. Verweigert Krieg gewährt, verweigert Waffen tragen, ihr müsst schon etwas wagen, verweigert's Militär. Wenn Blut fließt ungehemmt, dann reibt ihr euch die Hände, zählt eure Dividende, Kriegsherren Präsident. Ruft eure Polizei und lasst sie von mir grüßen, sie können auf mich schießen, denn ich bin vogelfrei. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes, que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.